Der SAK-Fachhandwerker Sascha Galbusera aus Neukirch in der Nähe vom Bodensee ist überzeugt, Kalkschutz geht auch ohne das Trinkwasser zu verändern. Wie das funktioniert? Waterchrist hat seinen Reporter Christian Licht geschickt, um dem Fachhandwerker bei der Inbetriebnahme einer Biocut-Anlage über die Schulter zu schauen. Wenn es eine Leckage gäbe, dass wir hier nicht einen Elementarwasserschaden erhalten, sondern dass das automatisch dann das Wasser abstellt. Das Trinkwasser bleibt im Prinzip genauso erhalten, wie es vom Wasserversorger kommt. Ja, wenn man das in Summe sieht, bin ich sehr froh, dass wir uns für diese Anlage entschieden haben. Ich bin auf dem Weg zur Inbetriebnahme einer Biocut-Anlage der KLS 3000. Und das ist heute ein Job für Sascha Galbusera. Der hat eine echte Leidenschaft für die Biocut-Produkte und die teilt er auf Instagram mit mehr als 10.000 Followern. Die können ihm quasi jeden Tag bei der Arbeit über die Schulter gucken. Und heute mache ich das mal. Ich bin unterwegs am Bodensee. Nur ein paar Kilometer entfernt bereitet sich Sascha Galbusera auf die Inbetriebnahme der neuen Biocut-Anlage vor. Hi, grüß dich. Guten Tag. Ich habe schon gesehen, du hast eine echte Leidenschaft für das, was du machst. Warum hast du dich für den Beruf des Installateurs entschieden? Ich bin im Prinzip mit diesem Beruf aufgewachsen. Also wir haben einen Familienbetrieb, der schon über 50 Jahre besteht. Und deswegen habe ich schon früh die Leidenschaft dafür entdeckt. Was sind die schönsten Augenblicke bei der Arbeit? Grundsätzlich die Abwechslung und ich sehe im Prinzip am Ende des Tages immer, was ich alles geschaffen habe. Der Tag heute endet mit der Inbetriebnahme einer Biocut-Anlage. Warum verbaust du die so gerne? Der größte Vorteil ist, das Trinkwasser bleibt im Prinzip genauso erhalten, wie es vom Wasserversorger kommt. Die ganzen Mineralien bleiben im Wasser. So wie man es haben will. Natürliche Richtig. Trinkwasserqualität. Genau. Ohne chemische Veränderung. So soll das Wasser in diesem Einfamilienhaus aus dem Hahn fließen. Doch Hausbesitzer Oliver Heiligensetzer hat nicht nur das überzeugt. Sascha Galbusera hat ihm auch den Leckageschutz durch Biocut empfohlen. Und das hat er mir auch als Vorteil genannt, dass wir mit dem Leckagenschutz quasi rechtzeitig feststellen würde, wenn es eine Leckage gäbe, dass wir hier nicht einen Elementarwasserschaden erhalten, sondern dass das automatisch dann das Wasser abstellt und somit ja, vielleicht dann der Schaden begrenzt sein wird. Bevor Sascha Galbusera das neue Gerät einbauen kann, muss die alte Entkalkungsanlage raus. Jahrelang musste die regelmäßig mit Salz aufgefüllt werden. Das hat sich künftig erledigt. Abschied von der alten Anlage heißt für die Hausbesitzer auch Abschied vom Säckeschleppen. Diese 25 Kilo Salzsäcke mussten mehrmals im Jahr gekauft werden und dann irgendwie in den Keller transportiert werden, um sie dann wiederum in die Anlage einzufüllen. All das ist mit Biocut jetzt nicht mehr nötig. Die Biocut-Geräte sind für den Einbau perfekt vorbereitet. Das sieht man sofort, wenn man den Karton öffnet. Alle Teile, die gebraucht werden, sind vorsortiert und durchnummeriert, sodass der Einbau vom Fachhandwerker ganz einfach und schnell erfolgen kann. Wir haben jetzt den Leckageschutz, den Einbauflansch und den Spülanschluss installiert. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Hauptteil, den Kalkschutz, einhängen, einstecken und in Betrieb nehmen. Die Inbetriebnahme erfolgt völlig selbstständig. Ich kann dann im Prinzip die Feineinstellungen nur noch über die App einstellen. Plug and Play nennt sich sowas. Wie wichtig ist das für dich als Fachhandwerker? Also Zeitersparnis ist im heutigen Zeitalter sehr, sehr wichtig, weil wir eigentlich mittlerweile bei den ganzen Aufträgen immer schnell von einem Ort zum anderen müssen. Deswegen ist Plug and Play in dieser Hinsicht ganz wichtig. Das neue Gerät bringt Hausbesitzer Oliver Heiligensetzer zudem eine Ersparnis bei den Energiekosten. Kein Kalk auf den Wärmetauschern bedeutet weniger Ausgaben fürs Heizen. Wenn man das in Summe sieht, bin ich sehr froh, dass wir uns für diese Anlage entschieden haben. Und bin jetzt froh, dass sie auch installiert ist. Alle Geräte der KLS-Serie sind mit einem Leckageschutz ausgestattet und ein ziemlich cooles Zubehörteil ist dieser Bodensensor. Der funktioniert ähnlich wie ein Rauchmelder. Wenn der mit Nässe im Haus in Verbindung kommt, dann schlägt der Alarm und dreht automatisch die Hauptwasserleitung zu.
Mehr Informationen zum Thema Kalk- und Leckageschutz finden Sie unter dem Link in der Videobeschreibung und natürlich hier auf SHK-TV in der Rubrik Produkte. Mehr aus der Branche gibt es morgen hier in Ihrem SHK-TV-Markt. Ihnen eine schöne Woche.